Willkommen im neuen Renault Zoe. Wir testen dieses Auto 4 Wochen lang und heute widmen wir uns mal einem Thema, das es beim Verbrennungsmotoren sonst nicht gibt, nämlich die Programmierung der Ladezeiten. Das Touchscreen-Display im Renault Zoe gibt es wahlweise in 7 oder in 9 Zoll Größe. Hier haben wir die kleinere Variante und trotzdem gleich in der Mitte die Home-Taste, da kommen wir immer wieder zurück, und hier die Übersichtstaste für die ganze Einstellerei. Gehen wir jetzt mal auf Einstellungen, haben wir hier ein Untermenü namens EV-Programmierung. Und das ist ziemlich interessant. Dann können wir nämlich dem Zoe beim Laden sagen, entweder geht los oder wir sagen ihm, lade bitte später. Dann können wir hier einen Zeitraum festlegen, in dem der Zoe laden soll. Oder aber wir sagen ihm gleich, programmiere bitte eine bestimmte Zeit. Ladeprogramme. Kann ich wochentags oder am Wochenende verschiedene Ladezeiten einstellen. Das hat den Sinn, dass ich die Batterie warm habe, wenn ich starten möchte. Also gehen wir davon aus, ich möchte in der Woche um 7 Uhr morgens losfahren. Stelle ich also zum Beispiel den Ladezeitraum von 3 bis 7 Uhr und damit ist das Auto warm und die Batterien vor allem auch, wenn ich losfahre. Das ist ganz wichtig, denn mit einer kalten Batterie wird der Zoe beim Rekuperieren überlastet. Da gibt es einen Schutzmechanismus und damit lädt er also weniger Strom beim Bremsen oder eben beim Gas wegnehmen, als er das tun würde, wenn er eine warme Batterie hat. Aus diesem Grunde gibt es verschiedene Ladeprogramme, die man hier programmieren kann. Keine dumme Idee, wie ich finde. Außerdem hat es den großen Vorteil, das Auto ist warm, wenn ich mich reinsetze. Gerade jetzt im Winter höllisch angenehm.